meine lieben Bücherfreunde, heute stelle ich euch beim 9. Türchen des Adventskalenders Später von Stephen King vor. Es ist tatsächlich das einzige King-Highlight in diesem Jahr. Ich glaube, im letzten Jahr gab es auch noch eine Kurzgeschichte dazu, aber ich finde ein Buch des Meisters pro Jahr, also ich glaube, das ist ein ganz guter Schnitt bei all den vielen Büchern, die er herausbringt und die ich ja auch zwischendurch von ihm lese. Ja, Später ist das aktuelle Buch von ihm aus diesem Jahr und der Titel ist hier definitiv Programm, denn wir begleiten einen Jungen, der tote Menschen sehen kann und der uns diese Geschichte, ich weiß gar nicht, ich habe den Namen, glaube ich, direkt wieder verdrängt, Jamie erzählt uns diese Geschichte und erzählt uns auch, was es mit Später auf sich hat, denn es beginnt, dass er eben tote Menschen sieht, in der Regel immer direkt nachdem sie verstorben sind und er auch mit ihnen noch kurz sprechen kann. Seine Mutter ist tätig in einem Verlag oder ist sie nicht sogar Herausgeberin und deren höchster, bester, meistverkaufster Autor liegt im Grunde im Sterben und hier muss ihr Sohn jetzt nun her, damit er noch offenbaren kann, wie seine Reihe enden soll. Er erinnert ein bisschen ans wahre Leben, denn wenn man weiß, dass Stephen King mit George R. Martin gut befreundet ist, zumindest was man immer so mitbekommt, könnte man ja meinen, er hat sich von ihm inspirieren lassen, weil man ja fast befürchten muss, dass er das Lied von Eis und Feuer nicht mehr zu Ende bekommt. Und vielleicht hätte Stephen King hier auch gerne jemanden, der vielleicht noch im Nachgang, wenn denn mal George R. Martin verstorben ist, einfach die Geschichte nochmal zu Papier bringt. Könnte irgendwie eine Herleitung sein. Das Buch ist aber viel, viel mehr, als dass wir hier diese Geschichte weitererzählt bekommen, dass wir erfahren, was es mit der Mutter auf sich hat, auch mit dem verstorbenen Autor, sondern es geht wirklich viel um Jason, es geht viel um den Tod, es geht viel auch darum, was Tote eben wahrnehmen, was sie noch erzählen möchten, was sie noch für wichtig erachten und natürlich passieren auch noch so ein bisschen mysteriöse Horror-Dinge in diesem Buch. Ich fand es mega spannend. Mir hat dieser King unglaublich gut gefallen. Er ist relativ kurz im Vergleich zu vielen anderen seiner Bücher, aber es war ein Buch, was mich sehr gepackt hat, mitgerissen hat, was mich auch wirklich hineingesogen hat und nein, man sollte sich hier nicht zu sehr an so manchen Film erinnern, den ich jetzt gar nicht spoilern möchte, wobei ich glaube, Stephen King macht es selbst, dass er auf diesen Film verweist, auf den ich jetzt nicht verweise, wobei man kann glaube ich schon sagen, dass man sich erst an Sixth Sense erinnert fühlt, da haben wir auch einen Jungen, der tote Menschen sehen kann, das funktioniert hier aber definitiv ganz anders und unser Jamie erzählt uns das im Grunde sogar, dass es hier eben so und so funktioniert, ganz anders als im Film. Ich glaube, es nimmt eine Adaption auf den Film. Später ist ein relatives Wort, was sehr häufig verwendet wird, denn viele Dinge sollen uns später erzählt werden, geschehen später und wir begleiten auch Jamie relativ weit in seinem Leben mit vielen Dingen, die um ihn herum passieren und es war spannend, es war packend, es war eine coole Idee, es war vielleicht nicht ganz typisch Stephen King, weil er nicht sehr ausholt, nicht zu sehr in die Entwicklung der Charaktere uns mitnimmt, aber uns eben gerade Jamie sehr nahe bringt und auch dessen Entwicklung sehr gut zeichnet. Man darf hier kein ausuferndes Buch erwarten, es ist wirklich, dass viele Dinge geschehen, wo man denkt, dafür würde er sich vielleicht tatsächlich an mancher Stelle mehr Zeit lassen, aber ich fand, dass es dieser Geschichte sehr, sehr gut getan hat, dass er eben ja irgendwie nur knapp 400 Seiten, vermute ich mal, ach sogar nur 300 Seiten hat. Es wirkt irgendwie dicker, oder? Also ja, man merkt, dass er sich hier vielleicht einfach ein bisschen kürzer gefasst hat, aber nichts Wichtiges weggelassen hat. Es war einfach Spannung pur und mir hat es große, große Freude gemacht. Es war ein King, wie ich ihn eben auch gerne lese, neben Wälzern. Ein Reread in diesem Jahr war der Anschlag. Das ist natürlich schon was, wo ich sage, das ist eine ganz andere Hausnummer, da erwarte ich eine ganz andere Geschichte. Aber in der Kürze der Zeit hat Stephen King hier wirklich etwas Wunderbares gebaut, etwas Wunderbares niedergeschrieben, eine tolle Geschichte für uns dargelassen, die mir große, große Freude gemacht hat und ich so im Grunde das 9. Türchen für Stephen King reserviert habe, weil es wirklich ein Highlight-Buch war, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich habe ja schon gesagt, der Anschlag ist natürlich eigentlich halt auch ein Highlight in diesem Jahr. Da es aber ein Reread ist und ich keine Rereads hier mit reinnehme, da hätte ich sonst, wird dieses Highlight vermutlich im Hörgenuss-Rückblick Ende Dezember besprochen, weil ich habe den Anschlag gehört und da sprechen wir auf jeden Fall drüber. Aber später definitiv ein neuer King, den ich in diesem Jahr entdeckt habe, der mir unglaublichen Spaß gemacht hat. Und nun wünsche ich euch einen wunderbaren 9. Dezember. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Türchen und im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.